Ab wann kannst du dir als Unternehmer ein Mehrfamilienhaus leisten? Darüber wollen wir jetzt sprechen. Als Investmentmöglichkeit ist ein Mehrfamilienhaus oftmals extrem interessant für Unternehmer als Absicherung zu ihrem ordinären operativen Geschäft in der eigenen Gesellschaft. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Ab wann lohnt sich das? Wann macht es Sinn? Wie viel Geld sollte die operative Gesellschaft verdienen? Ab wann ist sowas grundsätzlich möglich? Damit herzlich willkommen. Mein Name ist Robert Giebenrath. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der RG Finance GmbH. Wir sind externer Finanzchef für Wachstumsunternehmen, betreuen viele Unternehmer entsprechend auch bei Fragen rund ums Geld, wo dann auch mal die eine oder andere Frage kommt, ey, ich würde jetzt gerne mal in eine Holding investieren oder so, möchte hier ein Mehrfamilienhaus kaufen. Ab wann ist sowas denn möglich? Deswegen gehe ich auf die Frage einmal ein und wir gehen diesem Thema einmal auf den Grund. Also, lass uns das einmal anschauen, wie sowas grundsätzlich vonstatten geht. Also, wir müssen einmal schauen. Wenn du eine klassische Struktur hast, dann sieht das wahrscheinlich so bei dir aus, dass man hier, du bist hier die Privatperson und bist dann Gesellschafter deiner Holdinggesellschaft und hast darunter eine operative Gesellschaft. Das macht oft Sinn, weil man hier eben aus der operativen Gesellschaft in die Holding mit 1,5% effektiver Steuerlast seine Gewinne ausschütten kann. Wenn man sie auf die private Ebene schütten würde, würde man 26,375% sparen. Dazu haben wir auch viele Videos hier auf unserem Kanal. Schau gerne vorbei, wenn dich das näher interessiert. Genau, wir sind auch keine Steuerberater, das einmal kurz vorweg. Ich gehe hier vor allem aus finanzwirtschaftlicher Natur dran. So, jetzt kann es sein, dass du hier eben entsprechend, also dass du hier Gewinne ausschüttest. Das bedeutet, man möchte im Holding-Kreislauf, auch hier im Firmenkreislauf, Geld investieren. Das macht nämlich mega Sinn, weil man verliert ansonsten extreme Kapitalkraft, wenn man auf die private Ebene von hier nochmal ausschütten würde oder von hier direkt ausschütten würde und diese Holding nicht hätte, weil dann verliert man jedes Mal 26% oder 25% Kapitalpower verliert man, wobei man in der Holding natürlich dieses Geld hätte, um frei damit verfügen zu können und entsprechend zu investieren. Das heißt, Vermögensaufbau macht tendenziell aus Cashflow-Sicht am meisten Sinn, über die Holding zu tun. So, jetzt schütte ich mir hier aus der operativen Gesellschaft Gewinne aus. Und klug ist zum Beispiel eine separate Immo-Gesellschaft hier zu gründen, zum Beispiel Immobilien GmbH. Und jetzt kommt es natürlich auf deine Investmentstrategie an, aber in so einer Gesellschaft kann jetzt zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus geparkt werden. So, habe ich hier mein Häusle drin und dieses Mehrfamilienhaus ist jetzt da und wird quasi, man macht eine Buy-and-Hold-Strategie. Ich kaufe es, halte es und vermiete es entsprechend. Ich habe hier Mieterträge. Wenn die vermögensverwaltend ist, habe ich meistens auf die Mieterträge auch nur 15% Steuerlast. Da hätte ich privat schon wieder mehr. Also grundsätzlich das eine Sache, die ich hier als Unternehmer, die ich oft gesehen habe und die sehr sinnvoll sein kann. Jetzt ist die Frage, ab wann Mehrfamilienhaus? Und erstmal, warum überhaupt Mehrfamilienhaus? Eine Sache ist ganz wichtig. Wenn du dich anfängst, du bist jetzt hier vielleicht ein geiler Unternehmer, führst deine Firma gut, verstehst dein Geschäft gut, kannst da Vertrieb, hast Marketing, Administration, machst deine Kunden glücklich. Das ist alles etwas, was du sehr gut kannst, wo du in den letzten Jahren sehr viel Know-how aufgebaut hast. Im Immobilienbereich gegebenenfalls noch nicht. Das bedeutet, du musst dich in ein neues Metier einarbeiten und grundsätzlich ist auch der Prozess eines Hauskaufes aufwendig. Du musst schauen, welche Immobilie möchtest du überhaupt besichtigen. Du machst die Besichtigung, du prüfst die vielleicht mit einem Sachverständigen, guckst dann, dass du die Finanzierung bekommst, machst dir die Verträge fertig, musst zum Notar, musst hier die ganzen Steuern zahlen, musst hier dann auf jeden Hausverwaltung dir anschauen, um dann am Ende des Tages hier entsprechend die Mieterträge zu bekommen. Das heißt, das ist an sich ein aufwendiger Vorgang. Und dieser Vorgang ist auch ähnlich aufwendig, wenn du eine Einzimmerwohnung kaufst, ein kleines Apartment oder ein Mehrfamilienhaus. Die meisten Schritte sind identisch. Das bedeutet natürlich, deine Zeit, die als Unternehmer das wertvollste Gut ist, weil die halt super begrenzt ist, ist natürlich gut aufgehoben, wenn du hier gleich einen hohen Effekt hast. Das bedeutet zum Beispiel gleich ein Mehrfamilienhaus machst, ohne dich aufzuhalten und diverse kleine Immobilien zu holen. Weiterer Vorteil an einem Mehrfamilienhaus ist, du hast hier sofort die Kontrolle über alles und musst nicht in irgendwelchen Eigentümerversammlungen rumsitzen und rumlungern und dich mit irgendwelchen unangenehmen Menschen über die Größe der Türklinke streiten. Das bedeutet, das hast du natürlich nicht, wenn du das gesamte Haus besitzt. Das heißt, das sind zwei Riesenvorteile, der Zeitvorteil, die Energie, die du reinstecken musst
und dann eben auch der Selbstbestimmung, was es attraktiv macht, direkt ein Mehrfamilienhaus dann zu erwerben, wenn du Unternehmer bist. So, jetzt gucken wir uns an, ab wann ist sowas denn grundsätzlich möglich? Also erstmal, dass es sinnvoll ist, okay, und jetzt ab wann ist sowas möglich? Jetzt kann man Mehrfamilienhaus natürlich unterschiedlich definieren. Du kannst jetzt einen Straßenzug in Berlin kaufen, was ein Mehrfamilienhaus ist, oder du kannst ein Haus mit drei Parteien kaufen auf dem Dorf. Das sind beides Mehrfamilienhäuser. Jetzt natürlich je nach Definition. Wir gehen jetzt mal von einem Haus aus, um die sechs Parteien. Auch hier wieder, wie groß sind die? Sage ich mal bei gleicher, sechs, acht Parteien oder so. Und wir gehen jetzt mal von einer normalen Stadt aus. Und jetzt hat man mal dicken Daumen einen Wert für so ein Mehrfamilienhaus von 1,5 Millionen Euro. Das ist jetzt mal das Haus, auf welches wir hier referenzieren, wofür man schon ein Haus bekommt, wo ich sage, yo, das lohnt sich von den Mieteinnahmen, von dem Aufwand her. Ab so einer Größe kann man hier schon mal gut sich sowas anschauen. Wenn du für 1,5 Millionen Euro ein Haus in deiner Immobiliengesellschaft kaufen möchtest, solltest du dafür mindestens ein Eigenkapital stellen von 300.000 Euro. Bedeutet, das sind 20% hier, die du entsprechend als Eigenkapital lieferst und hast natürlich noch Nebenkosten und so weiter. 20% Eigenkapital stellst du, ich sage mal Gesamtinvest 1,5, hast du 300.000 Euro, die du hier für die Immobilie mit aufwenden möchtest oder solltest. Wenn du 300.000 Euro da rein haben möchtest, müssen die ja aus der operativen Gesellschaft ausgeschüttet werden. Das heißt, du schüttest hier aus der operativen Gesellschaft Geld in die Holding aus, und zwar um die 300.000 Euro, sind ja nur 1,5% Steuerlast. Und dann kann die Holding dieses hier als Eigenkapital oder Eigenkapitalähnliche Mittel, kann das hier eben entsprechend in die Immobiliengesellschaft runtergeben, und die kann dann den Rest Fremdkapital aufnehmen, das heißt 1,2 Millionen Fremdkapital von der Bank in Form eines Darlehens. Dann hast du Cashflow-mäßig, muss man dann schauen, ob das schon positiv ist oder plus minus null, je nachdem, musst du halt gucken, was auch Entwicklungspotenzial in der Immobilie da ist etc. Das ist soweit die Rechnung dahinter. Wenn du 300.000 Euro aus der operativen Gesellschaft ausschütten möchtest, du solltest aus der operativen Gesellschaft erst ausschütten, wenn du 6 Monate Fixkosten auf deinem Konto liegen hast. Bedeutet, hier müssen 6 Monate Fixkosten liegen, und alles, was dem übersteigt, kannst du entsprechend ausschütten. Das heißt, die 300.000 Euro müssen über den 6 Monate Fixkosten für dein operatives Geschäft sein. Wenn das der Fall ist, dann hast du in etwa, jetzt sage ich mal, groben Daumen ist die Größe auch ungefähr der Kontostand bei 1,5 Millionen, wenn du hier ausschüttest. Das ist jetzt mal erfahrungswert aus den ganzen Firmen, die wir betreuen und ab wann wir auch das erste Mal ausgeschüttet haben etc. Also dicken Daumen 1,5 Millionen Euro ist dann hier der Kontostand, dann saugst du entsprechend 300.000 ab. Wenn das der Kontostand ist, muss der ja auch irgendwie aufgebaut sein. Jetzt geht es natürlich, jetzt kann man nicht wissen, hast du da Darlehen drin, hast du halt eine Anzahlungen, hast du, wie ist dein Unternehmen schon 10 Jahre am Markt und du machst jedes Mal 100.000 Euro Gewinn oder so, hast du das Unternehmen erst seit 2 Jahren, das weiß man jetzt natürlich alles nicht. Aber ich sag mal, bei einem Unternehmen, was sich grundsätzlich im Wachstum befindet, ein paar Jährchen am Markt ist, dass dieser Wert auf dem Konto liegt, hat man mal ungefähr, macht man einen Gewinn, sage ich mal, in Höhe von ungefähr 700.000 Euro im Jahr. Ne? Das ist dann sozusagen der Gewinn, den man hier ungefähr hat. Wenn man diesen Gewinn hat, dann sprechen wir hiervon, dass man eine Unternehmensgröße hat von dicken Daumen. Sagen wir, das ist, du hast ein Unternehmen, was 25% entsprechend Rendite macht, dann machst du hier 2,8 Millionen Euro Umsatz. Das ist eine Größe, wo man dann in etwa 20 bis 25 Mitarbeiter hat. Wenn das der Fall ist, du bist in der Größe von ungefähr, sage ich mal, dicken Daumen 2,8, 3 Millionen Euro Umsatz, du hast 20 bis 25 Mitarbeiter, hast schon ein bisschen Stabilität, bist ein paar Jährchen am Markt, hast es geschafft, hier ein Cash zu realisieren von 1,5 Millionen auf dem Konto, dann bist du in der Lage, 300.000 Euro auszuschütten. Dann bist du in der Lage, mit diesen 300.000 Euro ein Eigenheim zu erwerben, beziehungsweise ein Mehrfamilienhaus von ungefähr 1,5 Millionen. Bedeutet, dein Unternehmen sollte ungefähr diese Metriken hier erreichen, damit das grundsätzlich mal finanziell möglich ist, dir so ein Mehrfamilienhaus anzuschaffen, in dieses Mehrfamilienhaus zu investieren. Wenn du investierst, immer, immer, immer als Unternehmer, Company first. Dein Unternehmen muss sauber laufen, damit du hier auch diversifizieren und investieren solltest. Die höchste Rendite bringt deine Firma. Du hast eine
absurd höhere Rendite in deiner eigenen Gesellschaft als in einer Immobilie. In einer Immobilie, wenn du hier 5, 6, 7, 8% Rendite hast, ist das schon gut. Wenn du eine Eigenkapitalrendite von diesem Wert in deiner Firma nicht hast, dann ist deine Firma grottenschlecht. Das bedeutet, hier hast du eher eine Rendite von 20, 30, 40% Eigenkapitalrendite, die natürlich deutlich höher ist als in dieser Immobilie. Das heißt, immer Company first, schau, dass dein Unternehmen gesund ist, schau, dass es da gut läuft und nimm das überschüssige Geld, womit du dann zum Beispiel in Immobilien diversifizieren kannst. Das ist ein Konzept, was Sinn macht. Jetzt weißt du, ab wann es sich ungefähr lohnt, sage ich mal dicken Daumen, 3 Millionen Euro Umsatz, dann hast du ungefähr 25 Mitarbeiter. Das ist das, ab welcher Größe du langsam darüber nachdenken kannst, gut in Immobilien zu investieren. Und hier vor allem das Thema, schau dir an, dass du gleich in Mehrfamilienhäuser gehst, dann sparst du dir sehr viel Stress und Aufwand und bist weiterhin Herr übers Geschehen, wie du es auch in deiner Firma bist. Ein Gefühl, was du sicherlich haben willst. Anstatt dann auf der anderen Seite ein Unternehmer zu sein mit 3 Millionen Euro Umsatz, hast 25 Mitarbeiter, betreust echt dicke Themen und sitzt dann in einer Eigentümerversammlung und streitest dich über eine Türklinke. Ich glaube, darauf wirst du keinen Bock haben. Von daher, auch um dein Leben weiterhin angenehm zu gestalten, guck, dass du mehr Familienhäuser mal anvisierst und dann hast du hier die Kennzahlen, ab wann sich sowas in etwa lohnt. Ich hoffe, das hat dir geholfen und gefallen. Wenn dem so ist, gib dem Daumen hoch. Wenn du wissen möchtest, wie du da schneller hinkommst oder auf diesem Niveau so ein Geld verwaltest oder weiter wachsen kannst oder hier auch solche Fragen mal einfach loswerden möchtest, melde dich unter www.rg-finance.de, vereinbare deine kostenlose Erstberatung und wir können in einem Gespräch dazu schauen, wie wir dich als Finanzchef unterstützen können.